Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Wir durften vor ein paar Monaten eine innovative Technologie Ihnen vorstellen. Da war ein Bernhard Klein da, hat über die Kleinschen Felder erzählt und erklärt und wie die Studienlage steht zu diesem innovativen Produkt, wo auch die Frau Professor König, diese Mitochondrialexpertin, Studien dazu produziert hat, die einfach atemberaubend sind. Und eine der Damen, die das im Fernsehen auch gesehen hat, ist Zahnärztin und sie hat die Sendung angeschaut und ist heute da. Mit ihr möchte ich nämlich darüber reden, was diese Sendung mit ihr gemacht hat und wie sich allenfalls so das Ganze weiterentwickelt hat. Die Zahnärztin heißt Frau Homaira Kavi und sie ist extra angereist aus wo? Steimke. Aus Steimke. Ja. Ganz herzlich willkommen, liebe Homaira. Herzlichen Dank für die Einladung. Ist mir auch eine große Ehre, echt. Jetzt mir kommst du extra von da zu uns und gerne. Ich darf mit einer Zahnärztin darüber reden. Es ist einfach nur ein Segen, dass sich das so verbreitet. Sehr gerne. Und ich bin froh, dass ich über diese Erfahrung sprechen darf. Letztendlich. Du hast die Decke, diese Kleinschen Felder, hast du für dich gekauft? Die BioRelax-Auflagen habe ich für meinen Mann und für mich gekauft, weil ich wollte das nicht alleine ausprobieren. Ich wollte, dass wir beide den Benefit, den es dadurch gibt, erleben. Und ja, ich habe es online bestellt. Das dann war relativ dann schnell auch da. Und dann haben wir es ausgebreitet. Und die Wirkung habe ich sofort in der ersten Nacht auch gemerkt. Ja. Diese wissenschaftlichen Datenlage, die wir da dargestellt haben, zu diesen kleinen Feldern, du als Medizinerin, wie hast du die interpretiert für dich? Also ich muss ganz ehrlich sagen, die waren sehr plausibel. Das hörte sich wirklich sehr schlüssig an für mich. Mein Mann hat ja diese Sendung mitgeschaut. Er hat, und das ist immer ganz gut, wenn einer das Ganze letztendlich sieht oder eine Meinung dazu hat oder das so verstanden hat. Und wenn jemand anders das Gleiche dann auch empfindet, dann hat man die Bestätigung letztendlich dafür. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das sehr, sehr hilfreich und das hat mich zu dieser Entscheidung gebracht, erst so etwas überhaupt in Angriff zu nehmen, diese kleinsten Felder zu bestellen, sie auszuprobieren und einfach zu sagen, ich brauche sie auch davon mal abgesehen. Also ich habe als Zahnärztin, mag man glauben oder nicht glauben, auch durch Blutungsstörungen zum Beispiel, als Frau hat man das öfter als Mann wahrscheinlich, weil man dann zwischendurch auch vergisst zu trinken, ne? Also das Blut verdickt sozusagen. Dann haben wir ja auch Elektrosmog und die Mobilfunkstrahlung letztendlich, was uns umgibt, wovon wir so nichts mitbekommen, aber wir fühlen uns nicht gut dabei. Also die, Leistungsfähigkeit nimmt ab. Und das sind alles so Dinge, die mich dazu gebracht haben, dass ich gesagt habe, ich möchte das auf jeden Fall ausprobieren. Auch diese Schmerzzustände, die dadurch weggehen sollen, das wollte ich alles wissen. Ich wollte das wirklich einfach wissen, ob das tatsächlich so ist. Und das war halt eben das, was mir so vermittelt wurde, auch von dem Wissen, von deinen Sendungen, die du mit Herrn Bernhard Klein gemacht hast. Und da war die Professorin Frau Dr. König, über all diese Dinge auch nochmal berichtet hat und auch tatsächlich Studien dazu letztendlich angestrebt hat. Und das hat mich auch überzeugt letztendlich. Und da habe ich gedacht, so, und jetzt gehen wir in die Folgen und probieren das einfach aus. Ich dachte auch immer, das Wasser ist das Allerwichtigste, was es gibt. Und heute habe ich alles revidiert und gesagt, nein, eigentlich ist es die intakte Sauerstoffversorgung im Körper. So ist es, genau so ist es. Ich habe kürzlich ein Gespräch noch mit ihm gehabt und gefragt, du, was ist eigentlich, wenn 5G auf uns kommt, wie reagiert mein Körper auf diese Decke? Und sagt, ja, gar kein Problem, weil das Magnetfeld hüllt dich ein. Das heißt, diese ganzen Geldrollenbildung hast du nicht. Die Sauerstoffversorgung ist da, deine kleinste Zelle produziert 300% mehr ATP auf diesen Feldern. Das heißt, der Elektron kommt nicht rein. Ich dachte, mein Gott, also eigentlich ein Segen. Ja, so, das habe ich ja immer schon geträumt eigentlich, dass man in so einem Bett liegt, was in der Nacht tatsächlich also den Körper regeneriert und gleichzeitig schützt letztendlich, dass man am nächsten Morgen aufsteht, als wäre nichts gewesen in dem Sinne. Und das ist ja durch die kleinsten Felder ist das tatsächlich gegeben. Also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, dass es bei mir gewirkt hat und dass es das Blut wieder gängiger macht oder beziehungsweise diese Geldrollenbildung dann tatsächlich auflöst. Das habe ich ich darf doch ein Beispiel nennen. Bitte, gern. Anhand dessen, was ich jetzt an mir erfahren habe. Ich habe eine kleine Wunde gehabt am Fuß. Hat er mich gekratzt und normalerweise ist es so,
wenn das dann blutet, dann schließt es auch sofort. Also es gerinnt sofort und ich habe da keine lange Blutung von. Und nachdem ich ein paar Tage schon auf dieser BioRelax-Auflage gelegen habe, habe ich an dieser Stelle wieder gekratzt. Und dann fühlte ich nur, wie es warm mir den Fuß runterlief. Ich habe dann hingeguckt und habe gesehen, oh mein Gott, ich blute ja richtig. Und das musste ich wegwischen. Das ist für mich ein Zeichen dafür, wie es vorher war und wie es dann danach passiert ist letztendlich. Also die Durchblutung ist einfach in meinen Augen dadurch letztendlich dann bewiesen, dass es besser ist. Und die Sauerstoffversorgung letztendlich auch, weil ich mich besser konzentrieren kann. Das merkst du sofort? Das merke ich sofort, ja. Definitiv. Ich wache morgens auf und bin voll im Saft, wenn man das so sagen darf, also voll im Leben. Ich bin früher aufgestanden und bin noch so ein bisschen gelenksteifig so getorkelt, bevor ich dann die nächsten Schritte machen konnte. Jetzt kann ich aufstehen und ich bin sofort da. Und das ist klasse. Und das Durchschlafen, was auch auf diesen Auflagen vorher darüber berichtet wurde, das klappt wunderbar. Das ist einfach toll. Die erste Nacht habe ich da drauf gelegen. Ich habe Schulterschmerzen gehabt vorher durch Überlastung. Und so ist es, wenn man arbeitet und beide Hände braucht und so halt eben auch immer richtig wieder. Immer die nach vorne die Haltung und so weiter. Und Nackenschmerzen sowieso, aber auch Schulterschmerzen vor allen Dingen. Und das hat mich schon sehr geplagt. Und ich bin in der ersten Nacht auch auf dieser Seite eingeschlafen, auf dieser Schulter. Und habe durchgeschlafen und bin am nächsten Morgen aufgewacht und fasste mich dahin, so wie an den letzten Morgen davor auch letztendlich, um zu fühlen, was tut mir denn da weh? Und da tat nichts weh. Also es tat wirklich nichts weh. Und das war so, das war für mich in dem Moment wie ein Wunder, weil ich dachte so, wow, es wirkt. Weil was soll es denn sonst gewesen sein? Ich habe mich weder eingeschmiert mit, was ich sonst gemacht habe, mit Voltaren, ne, dass ich da die Schmerzen auf die Art und Weise wegbekomme oder habe auch keine Schmerzmittel genommen oder sonstiges. Es war tatsächlich so, dass ich auf dieser Seite und gerade auf dieser Seite, auf der wunden Seite in Anführungsstrichen, dann aufzuwachen und zu sagen so, wow, ich habe keine Schmerzen, das war für mich schon ein Wunder. In einer Nacht? In einer Nacht, ja. In einer Nacht. Und ich leide sonst leider auch unter Migräne. Ich nehme an, dass das auch von den Nackenbeschwerden oder Nackenverspannungen herkommt, wie es bei unseren Kollegen oft der Fall ist letztendlich. Mhm. Und viele haben auch Bandscheibenvorfälle und so weiter. Unser Nacken ist ja gerade bei den Zahnärzten sehr beansprucht, das ist einfach so. Und es ist tatsächlich so, dass seitdem ich auf diesen kleinsten Feldern schlafe, keine Migräne Nein! Hatte. Nein, ich habe keine Migräne Oh mehr. Gott! Wirklich nicht. Das ist ja das war Säge. Richtig mit Aura, das heißt also so diese Sehstörung vorher und dann kommt das Flimmern. Ja, und dann ist man erstmal außer Gefecht gesetzt und gut, dann kannst, danach kannst schießen dann... Ziehen, genau, so ist es, genau. Danach schießen dann die Schmerzen ein und all diese ganzen Leiden habe ich Gott sei Dank nicht mehr. Nachdem ich also die Erfahrung gemacht habe, dass das alles so viel Tolles bringt. Und mein Mann schläft übrigens viel ruhiger auf dieser Auflage als vorher. Der hat vorher im Schlaf sich doch sehr viel gewendet und hat sehr viel... Und nein, er schläft wirklich auf dieser Auflage viel, viel ruhiger. Also er ist nicht so sensibel, wie ich das empfunden habe letztendlich. Also all diese Sachen, die ich anspreche, Schmerzfreiheit und so weiter und so fort. Das geht ihm schon besser. Das merkt er wahrlich. Aber ich merke das, ja... oder habe das von der ersten Nacht an gemerkt. Wie viele Migränen hattest du so? Eine? Oh, ich habe manchmal am Tag auch zwei gekriegt. Aber, oh nein. Doch. Das ist so. Und jetzt das ist, seit wie langer Zeit hast du jetzt keine mehr gehört? Ich kann da gut von 2 Monaten sprechen. Also von 2 Tag jetzt auf 2 Monate Richtig. Ohne. Genau. Du bist ein neuer Mensch. Ja, ich kann es nur so sagen, wie es ist letztendlich. Es ist toll. Und das ist schön, weil das doch einschränkt, weil es zum Teil auch tatsächlich während der Behandlung aufgetreten ist. Also das heißt, ich habe dann den Patienten zu Ende behandelt, bin dann ins Büro, habe mich dann in den dunklen Raum gesetzt, habe erstmal abgewartet, bis das vorbei war. Mit Schmerzen kann ich umgehen, das ist kein Ding, aber diese Sehstörungen, die da waren, die waren sehr unangenehm, weil ich wollte ja weiterarbeiten. 10, 15 Minuten, gell? Ja, genau so ist es, genau so ist es. Und dann war das dann vorbei und dann konnte ich dann mit Schmerzmitteln dann mir über den Rest des Tages helfen und konnte dann weiterarbeiten. Und dass das vorbei ist, da danke ich dem lieben Gott dafür und natürlich auch dem lieben Herrn Bernhard Klein letztendlich mit den kleinsten Feldern, weil ich kann es nur dem zuschreiben. Ich kann, also ich habe nichts anderes sonst in meinem Leben in der Zeit verändert, sage ich mal. Dass ich sagen würde, es hat auch andere Gründe. Ne? Es ist tatsächlich, also
Diese Durchblutungsproblematik ist einfach meiner Erachtens heutzutage noch viel zu wenig in aller Munde. Richtig. Aber wenn der Körper gut durchblutet wird, keine kalten Zehen mehr, ist dann schon ein Zeichen davor, dass die Durchblutung ein bisschen in die Zehen geht. Ja? Genau so ist es. Dass der Sauerstoff hinkommt und der Sauerstoff reagiert dann mit Wasserstoff. Ja. Es gibt Energie, ATP, ich habe warm, ich habe Energie. Richtig. Ist ja auch ein unglaublicher Segen. Aber eigentlich müsste doch das als Basic-Medizin angewendet werden. Denn jetzt nicht nur die Prävention, aber ein kranker Mensch braucht ja Energie, um gesund zu werden. Genau so ist es. Und das könnte er im Schlafen erreichen, oder? Durchaus. Also gerade im Schlaf, der Körper regeneriert, das wissen wir nun mal aus der Medizin. Der Körper setzt Bausteine um sozusagen, die Zellenaktivität ist eine andere. Also gerade da, den Körper auf die Art und Weise zu unterstützen, ist das Beste, was wir für uns und für unsere Gesundheit tun können. Letztendlich, damit wirklich tatsächlich der Sauerstoff auch in die letzten Kapillaren kommt. Und das geht nur dadurch, dass diese Geldrollenbildung der roten Blutkörperchen aufgelöst wird letztendlich, dass sie tatsächlich alle Zellen versorgen können. Was Besseres gibt es eigentlich nicht. Und dann, 5G man müsste es aber, ja, richtig. Haben wir noch viel mehr? Ja, richtig, richtig. Das wird nicht weniger. Das wird nicht weniger. Und ich finde, das ist jetzt eine Sache, was man jetzt nachts für sich tun kann. Man kann ja auch tagsüber was für sich tun. Mit der Sohlen? Richtig. Da gibt es ja die Sohlen, da wollte ich drauf zu sprechen kommen, weil ich habe kurz Zeit danach, nachdem ich gemerkt habe, wie gut es mir tut letztendlich, was ich für Benefits dadurch habe, habe ich mir dann tatsächlich die Sohlen bestellt und habe sie auch bekommen. Ganz toll, sofort eingesetzt, fühlte mich wohl da drauf, es kribbelte in den Waden, es kribbelte in den Füßen, die Füße wurden warm. Ich habe gemerkt, okay, das ist jetzt die Durchblutung, die jetzt gerade einsetzt. Und kurze Zeit später habe ich lesen wollen und habe gemerkt, dass die Sicht besser geworden ist. Nein, wirklich. Wirklich? Die Augen? Also von denen, die Durchblutung der Augen ist ja logisch, richtig. Klar doch. Also wenn das alles komplett durchblutet wird, und wir haben ja in den, wie heißt es so schön, diese Fußreflexzonen für die einzelnen Organe und so weiter und so fort. Also wenn es da schon losgeht und die Durchblutung richtig toll funktioniert, dann muss es doch da oben auch irgendwie ankommen. Ich höre das auch immer wieder, dass Augenlicht schwächer wird, hat eigentlich mit Verschlackung zu tun. Richtig. Und mangelnde Durchblutung. Durchblutung, genau so ist es. Und dann merkst du es jetzt einen schärferen Blick genauer? Ja, richtig. Das ist auch ein Segen, wenn man das mal hört. Richtig. Genau so ist es. Also wie gesagt, das ist meine Erfahrung damit letztendlich. Und dann bin ich dann noch eine Stufe weitergegangen, wenn ich das erzählen darf. Ich hatte mal mit dem Herrn Klein Junior telefoniert und habe ihn gefragt, Mensch, jetzt haben wir diese Bio-Auflage und es ist da nicht der Körper drauf. Was ist mit dem Kissen? Ich sage, das Kissen deckt doch dann den Bereich ab, was dann Richtung Kopfwärts geht letztendlich. Und da sagte er dann so, ja, sie sind dabei, was zu entwickeln und forschen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, so, es müsste doch eigentlich leicht auszuprobieren sein, warum nicht? Ich habe mir diese kleinsten Felder als Folien, als Streifen bestellt. Und ins Kissen reingeschaut. Ja. Ich habe sie dann im Kissen, also im Nackenbereich, dann so hier so im Hinterkopf, Bereich und bis hier zur Schädelmitte letztendlich ausgelegt. Und da muss ich sagen, das war ein Erlebnis, was ich so zuvor nicht kannte. Also es hat sich was gelöst von der Muskulatur her. Ich habe gemerkt, es war so wie ein Muskelkater, was so gerade jetzt so rausgeht. Das habe ich in der Muskulatur, in der Nackenmuskulatur gespürt. Und in meinem Kopf hat es gebrummt. Ich habe so gedacht, so wow, was passiert hier gerade mit dir? Mhm. Wie gesagt, ich bin da, was das angeht, sehr sensibel. Und so 2-3 Tage hat das angehalten. Und ich habe das drin gelassen, weil ich dachte, nein, ich muss jetzt darüber einfach über diese Schwelle hinwegkommen, was passiert denn jetzt danach, wenn das jetzt länger dauert? Und seitdem bin ich wunderbar konzentriert. Ich schlafe oder brauche weniger Schlaf. Ich bin schon nach 4 bis 5 Stunden bin ich fit. Man kann das gar nicht glauben. Vorher war ich eher so dösig und musste mich erstmal so berappen, sage ich mal. Ich bin danach fit. Ich bin danach fit und ich könnte aufstehen und ich könnte Bäume ausreißen. Also die Konzentrationsfähigkeit und an sich, den Gesamtzustand, muss ich ganz ehrlich sagen, hat das verbessert. Und so einfach, gell? Ich habe mal ein Beispiel gekriegt, die Sonne ist ein elektromagnetisches Feld und die Erde schützt sich mit einem Magnetfeld dagegen. Mhm. So, wir werden beschossen mit elektromagnetischen Feldern, wir schützen uns.
Mit Magnet. Richtig. Mit einem Magnetfeld. Das ist eigentlich alles logisch. Ja. Giulio, lieber Homaira, du bist ein Engel. Ich danke dir ganz herzlich, Dankeschön, dass du gekommen bist und einfach deine Geschichte, deine Erfahrungsberichte hier geschildert hast. Sehr gerne. Ich finde, es sind noch viel, viel mehr Menschen, viel mehr Patienten, die da draußen sind, die Erfahrungen gemacht haben mit irgendeinem Weg, einem komplementären, ganzheitlichen Ansatzweg, der hier sie hingeführt hat zu einer Gesundheit. Das würde mich interessieren zu dokumentieren, weil viele Menschen da draußen haben einfach wirklich die Hoffnung verdient, einen Weg zu sehen, einen anderen Weg zu sehen, der irgendjemand gegangen ist und Erfolg hatte. Und das wäre schon cool. Es gibt viele Gründe, warum so etwas passiert. Ja. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Weiterverbreiten der Sendung, danke, dass Sie immer wieder QS24 schauen. Es ehrt uns sehr. Danke und bis ein anderes Mal.